Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode. Wie immer 21 zu 9 und ich kann nicht so weit rauszoomen, weil wir uns genau hier an so einer Klippe befinden. Und suchen das Geschütz, weil wir so einen komischen Ziegen-Vieh-Gottheit suchen müssen. Ihr könnt die letzte Episode nachschauen, indem ihr oben rechts auf das E-Symbol klickt auf YouTube. Dann kommt ihr auf die Playlist von Genshin Impact Reihe. Könnt ja gerne ab Folge 1 anfangen. Habt ihr auf jeden Fall genug zu tun. Und wir untersuchen es. Superhero Landing. Überprüfen. Funktioniert das Ding noch? It's huge! Paimon can totally believe it took an Adeptus to build this. But how do you operate this thing? Just think how much strength you would need. It is currently inoperable in any case. This device is broken. Aw, what? It broke? After millennia of wear and tear, even Adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers! You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong Ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong Ballista. One just needs to understand the basic working principles of the device. So, what you're saying is that you actually understand the working principles? I have a smattering of knowledge on the topic. With the parts in hand, I could at least tinker with it. Vor, weiß ich nicht, 20 Folgen, 30 Folgen waren wir hier schon mal gewesen. Es ging um eine Eskorte. Ich glaube, das hieß auch irgendwas mit der Eskortenmission oder Rittermission oder irgendwie sowas. Könnt ihr auch nochmal nachschauen. Da mussten wir halt kämpfen, aber ich glaube. Hier sind wir nicht reingekommen. Auf der anderen Seite sind wir reingekommen. Wobei, da ist ein Stein. Ich kann mir vorstellen, dass man Pflanzen- oder Windkraft braucht, um diesen Ding zu aktivieren. Hinweis zur Wartung des Guizhong-Geschützes. Göttliche Fertigungskunst und unermüdliche handwerkliche Arbeit sind das Gerüst dieses Geräts. Im Laufe der Zeit sind aber Reparaturen nötig, um das Potenzial auch weiterhin ausschöpfen zu können. Sollte das Böse nach Jahrtausenden des Friedens wieder über das Land hereinfallen, muss ein geübter Handwerker dieses Gerät bedienen. An künftige Nutzer. Balken und Flügel sind ordentlich zusammengelegt im Lager zu finden. Sie sind robust und mit Lack überzogen, weisen daher Schmutz ab und halten Jahrtausende. Die Bolzen und Nägel, Federn und Sehnen sind Kleinteile, die in einer einzelnen Kiste auch bewahrt werden. Nimm, was du zur Wartung benötigst. Dies ist ein Bollwerk zum Schutz des Landes und muss mit äußerster Vorsicht behandelt werden. Sorge für das Gerät, als wäre es ein Teil deines Körpers. Dieses Gerät ist von unschätzbarem Wert. Immer wenn sowas gesagt wird, dass man es wie ein Teil seines eigenen Körpers bezeichnet, denke ich immer so, denk daran, das könnte dein Auge oder dein Daumen sein. Klingt vielleicht dumm, aber wenn man richtig drüber nachdenkt, ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr andere Meinungen seid, könnt ihr das auch gerne in den Kommentaren schreiben. Würde mich mal interessieren. Warte, ich hatte doch eben noch eine Kiste gesehen in der Cutscene. What the hell? So. Genau, die habe ich doch eben gesehen. Glücksfeder, Glückskelch. Na, ich glaube, das öffnet sich, wenn die Feinde weg sind. Aber das macht auch keinen Sinn, wenn es beschrieben worden ist, während es des Gefechtes kaputt gehen sollte. Dann sind ja Feinde zwangsläufig in der Nähe. Aber gut, versuchen wir es. So. Ali hopp. Kann man ziemlich wohl gut runterkicken, nur ich will sie nicht runterkicken. Oh.
Weil sonst muss ich die alle zusammenkramen, aber. Bam! Schön die Ulti drauf. Das wäre schön, wenn sie diesen Explosionsfass treffen würde. Ja, jetzt. Achso, das explodiert gar nicht. Haha, never mind. Habe ich mich gehört? Zack! Und bam! No, nein, 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 ich will nicht runterfallen. Wobei. Kann ich da noch so rein? Achso, da ist der noch. Ne, aus mit dir. Bam! Na, komm schon. Ich will die Ulti nicht einsetzen, aber vielleicht mache ich das. Ah, hat sich doch verteilt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den einen nur aime. Ah, ich sehe zwei rote Pfeile. Stimmt, den anderen auf der anderen Seite auch, oder? Das sind sogar drei. Ich komme wieder hier nicht hoch. Komme ich denn jetzt hoch, wenn ich an dieser Kante hängen bleibe? Ah, ist mal hoch. Muss ich jetzt wirklich von der anderen Seite wieder rüber huschen? Ich glaube, dann respawnen doch teilweise die Gegner wieder. Also wenn zumindest resettet. Zack. Blöd gelaufen. Oh. Ach, hier waren wir schon mal gewesen. Ach, komm schon. Manchmal greifen die nicht. Das ist ein bisschen nervig. Das müssen sie noch ein bisschen anpassen. So ein kleiner Feinschliff. What the hell? Also seit dem Update 1.5 finde ich das schon ein bisschen weird. Also irgendwie funktioniert das nicht so, wie es eigentlich sollte. Aber naja, gut. Kurz warten, dann rüberjumpen. Zack. Zack. Ja, das sieht so aus, als wäre ein Alu respawnt, oder? So. Genau, ich will lieber hier. Ach, die sind da drinnen gewesen. Ach, so, okay. Hatte ich eben nicht gesehen, ganz ehrlich. Ich hatte ja so halb durch das Fenster geguckt, aber ja, okay. Wohl nicht tief genug oder an der richtigen Stelle. Hallo. Bam. Oh, die Ulti hier. Ach, nee, die Wände hat das ein bisschen... Ey, was mit dir? Die Wände haben das abgewehrt. Mist. Okay. Marikea. Okay, also definitiv stärker. Boah, Lisa wäre hier richtig OP mit der Ulti. Richtig OP. Natürlich zubereiten. So und so. Hier ist ja wirklich alles. Okay, Lisa, hier dein Einsatz. Wir wollen dich alle Viecher. So. Dadurch haben wir ein paar Kisten geöffnet. Na, komm schon. So. Das mit den Looten, das Aufheben, dauert mir manchmal ein bisschen zu lange. So vielleicht. Ich muss die Kiste mehrfach attackieren. So. Hat sich ja gelohnt, auch wenn das nicht unser Ziel war, aber... Zack. Geborene Maske haben wir auch. Okay, das hat unsere Lösung nicht weitergebracht. Das ist, achso, das ist unser Tor. Gleiten wir nochmal rüber. Wieder ein bisschen klettern. Kurz warten, wobei geht's hier weiter, oder? Nee. Alle hopp. So. Ja, super, das bringt mir nichts, wenn ich drinne so ein Ding aus. Wobei, Moment mal. Hier sind doch die Fackeln.
Die sind aber an. Zumindest die ich sehen kann. Ich kletter hier nochmal hoch. Gucken wir uns das mal an. Das kann doch nicht so schwer sein. Ach so, da ist ein offenes Fenster. Ja, macht Sinn. Nehmen wir lieber Kaya dafür. Okay. Kissen kann man nicht kaputt machen. Material nehmen, genau was ich brauche. Jetzt kommen wir hier raus. Wahrscheinlich öffnen sich die Tore. Ja. Okay, nevermind. Ningo hat auch schon wieder Hälfte Leben ungefähr. Die hatte ja eben den roten Bereich erreicht. Reparieren. Ah, these parts look useful. One moment. I will try to repair the device. It is done. The Guizhong Ballista is more intricately designed than I thought. Ooh! Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. Over here we have nothing. And over there, more nothing. Hey! Just what do you think you're doing? So you fixed up this turret because you're planning to do what exactly? Not a turret, a Guizhong ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. This area is supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it? The next thing you'll be repairing is your faces, and that's if you get out of this alive! Tut tut. Vandalizing the legacy of an Adeptus for selfish gain. Disgraceful behavior. It is not we who need reprimanding, but you. Tja, Angriff. Oh, leider kann man es nicht benutzen. Give up. So. Mal drauf. Ach. Die hat Schwerpunkt die rechte Seite gemacht mit ihrer Ulti und das ist gegen dieses Gebäude gekracht. Okay. Lisa würde es doch bestimmt gefallen. So sadistisch wie die ist. Ich überlege gerade, ob ich nicht doch Ember Schwerpunkt mache oder Kaya sogar. Ach komm mal, ich mit Kaya auch machen. So. Mal ein bisschen mehr Schaden. Das hängt aber immer stark von den Gegner ab. Habt ihr auch schon gesehen. Ansonsten oben rechts auf I klicken, Playlist angucken und dann. So, das wäre die erste Welle jetzt, wenn wir den besiegt haben. Vernichte die Schatzhöhle, das klingt so brutal. Zack. Aha, jetzt attackieren. Das ist nicht geschafft. Zack. Zack, zack, und nochmal extrieren. Bam! Okay. Jetzt? Da ist noch einer. Ich sehe den gerade nicht. Also so tief habe ich den doch nicht runtergeschubst, oder? Egal. Der hat aber ordentlich Schaden kassiert. Der hat nur Hälfte Leben. Und als ich ihn runtergeschubst habe, das war definitiv nicht so viel. Nein. Na, egal. Jetzt muss ich noch hochkommen. Mist. Mist. Deswegen wollte ich die halt nicht so krass runterkicken, nur. War die falsche Seite scheinbar.
Ja. Du mit deiner Armbrust. Zack! Erstmal sich um den kümmern und dann alle, die da oben sind. Und da alle schon zusammen, dann kann ich die Ultis drauf klatschen. Oh! Ach, da ist auf dem Boden was. Hab ich gar nicht gesehen. Oh. RIP. Das hat eine größere Reichweite, als es halt einen Anschein hat. Zack. Alter, die haben die nicht gesehen. Naja, gut. Dann mach ich es anders. Einfach drauf. Zack. Schön, dass ihr alle so drin bleibt. Alter, die Molotov-Dinger gehen mir auf den Nerv. Zack. 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 Den hier drauf. Zack. Holy shit, ey. Die schmeißen die irgendwie ziemlich weit weg. Sind wir irgendwie so geübt geworden mittlerweile? Oder die haben da ein bisschen was geändert? Oder sieht das nur so aus? Alle schön in die Mitte. Jetzt die Ulti, genau da, wo ich es nicht wollte. Holy shit, Alter, die fliegen alle so weg. Oder liegt das halt, dass das diese Räuber sind? Weil die fliegen schon durchaus nach hinten so ein bisschen, aber das ist gerade irgendwie anders. Die sind hochgekommen. Und zack. Das ist ein Supraleiter. Zack, zack, zack. Na ja, komm schon. Waren das alle? Ja. These lowlifes didn't know who they were messing with. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus on our contract with Chi-Chi. Oh yeah, that! So we've got the Guizhong Ballista working, but where's our Coca Goat? A search using the Guizhong Ballista revealed no significant life forms nearby, save for the usual wildlife. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast, as Chi-Chi put it. Which means... Haben wir also das Guizhong-Geschütz ganz umsonst repariert? My mom wouldn't go that far. We did something positive, right? We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy. Explain that we could not find a cocoa goat and review our next step. Good idea. We did our best and that's what counts. Cocoa Goat, genau, das war der Name, der mir ganz am Anfang nicht eingefallen ist. Moment, habe ich nicht eine der sieben in der Nähe? Ah, weil ich hätte sonst gedacht, investiere ich vielleicht das Essen, um meine Charaktere zu heilen und wiederzubeleben. Und ja, genau, ich müsste dann dafür hin. Kann ich jetzt Ningguang wieder einsetzen? Und ja gut, irgendwie... Das ist höher. Ja, wobei, nehmen wir einfach den hier. Passt schon. Ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt aufnimmt. Vielleicht sagt die so, okay, wenn ihr das nicht das macht, könnt ihr das hier bringen. Und dann ist das etwas total harmloses, normales, easy. Wäre lustig. Natürlich schon wieder Nacht. Sieht aber auch schon cool aus. Ist echt viel mehr los. Nee, ich dachte, das wäre die auch aus diesem Event. Haben wir ihr ein bisschen geholfen, aber das scheint eine andere zu sein. Die trägt nur das gleiche Gewand. Du! Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the cocoa goat Adeptabeast of which you speak. What a disappointment. Don't worry about it.
but I feel very disappointed. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Kiki hat uns noch irgendwelche weitere Hinweise zu geben. Cocoa goat milk is tasty. So tasty. Much better than normal goat milk. Only an Adeptabeast could make such tasty milk. I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. That's why I wrote it down. Where did I put it? Ah, here. This is the name. Coconut milk. Huh? I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Liyue proverb goes, all things are random and... So how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? Oh, sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. Kokosmilch, das kommt nicht von Kokosziegen, oder Kokosmilch kommt von Kokospalmen. Ja, vielleicht nehmen wir das zweite. She took this pretty hard. Wir sollten sie nicht stören. Someone learned a valuable life lesson today, then. Thank you all for looking after my little Chi-Chi. Might I ask who? Ah, how rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Paimon thought Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. Ah! The medicine... The snake is speaking! Ach, der Typ mit der Medizin und dem Hals ist der Besitzer. Ach ja, die Schlange kann doch nicht sprechen. Aber sie tut es. To stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent. Don't mind Chengsheng. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi-Chi aside, what business brings you here? Do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we do. Whew, at last. Things are finally starting to come together. 3 million mora. Top quality. Guaranteed. 3 million? You might as well just rob the golden house. Oh, but the Chi-Sing have taken it over for now. Security will be tighter than usual. 3 million. An innocuous number in and of itself. Though practically speaking, it could be a hard sum to come by. It's a crazy number! We'd never be able to make that much mora! And as for Mr. Zhongli, he's around 3 million short. This is correct. Direkt aber wahr, ja. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to child? Cocoa goat! Cocoa goat! My sides hurt. Oh my goodness, I cannot believe you fell for that. Hey, less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future.
If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000 mora. That's like zero difference from 3 million! 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself, though practically speaking, it is a whole 10,000 less than the original sum of 3 million. Well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, Little Miss Chi-Chi, see you soon. Ah, that lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope. What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House, if not the Exuvia? I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Liyue saying goes, the walls have ears. Tja, und genau deswegen rede ich sehr ungern in Bus oder Bahn. Oder telefoniere halt sehr ungern. Weil, ja, Wände haben Ohren. Ihr werdet überrascht sein, was ich alles von meiner Haustür schon alles gehört habe. Also, bei uns in der Nähe gibt es halt einen See. Gut, die Leute müssen halt an uns vorbeikommen, aber trotzdem, gerade die Jugend von heute, die plaudern wie sonst was. Und bei uns gibt es halt so eine Weggabelung zu einer Bushaltestelle und zu weiteren Wohngebieten und ähnliches. Und da bleiben die gerne mal stehen, reden noch so ein bisschen halt, ne, weil wollen sich noch nicht verabschieden, bla bla bla. Ey, ich kenne von voll vielen Leuten Handynummern, Name, Adresse, wie viel die verdienen, was sie arbeiten und so. Alles Überfallsopfer, wenn man so drauf ist natürlich, ne? Aber die gehen so leichtfertig mit den Daten um. Ja gut, wenn ich auf Facebook gehe und dann mal so ein paar Leute, so irgendwelche Leute anklicke, dann kann man auch gucken, wer hat ein öffentliches Profil, wer hat ein privates. Ist schon peinlich, aber naja, gut. Jedenfalls guter Cut hier jetzt. Und würde man sagen, man sieht sich das nächste Mal. Deswegen lasst ein Like da oder ein Dislike. Kommentiert meine Videos, egal ob Anmerkungen, Fragen oder ähnliches. Ich versuche sie in der Regel zu beantworten. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die habe ich in diesem Video verlinkt. Ihr könnt auf das i oben rechts klicken, um die Playlist nochmal aufzurufen auf YouTube. Wenn ihr mich unterstützen wollt, hilft ihr mir am besten, indem ihr auf Abonnieren klickt. Aber ist auch für euch ein Vorteil, denn erstens, ihr müsst meinen Kanal nicht immer raussuchen. Und zweitens, ihr könnt auf das Glockensymbol klicken, denn ich streame auf YouTube und dann werdet ihr sofort benachrichtigt. Ansonsten würde ich mal sagen, man hört sich das nächste Mal wieder und bis dann. Ciao, ciao.